Zweiter Spieltag, Portugal gegen die Niederlande. 0:2 hieß es für Rui Jorges Team. Er hat gesagt, man möchte nach vorne schauen. Niederlande-Coach Erwin van der Looy sagt aber, das könnte Motivation geben für die Portugiesen. Sein Team in dunkelblau kommt aber klar besser rein in die Partie. Kenneth Taylor, 12. Minute nach der Flanke von Kapitän Timber. Der Mann von Ajax aber im Abseits. Vom Fleck weg, die Niederländer. Immer wieder auf der Suche nach Brian Brobbey, der die Angriffe auch mit eingeleitet hat. So wie hier, bekommt den Ball über Glück zurück und dann eine Riesentat von Celton Bi, von Vitória Guimarães. Fette Möglichkeit für die Niederländer in der 19. Minute. Aber was für eine Rettungstat vom Keeper. Kurz danach die Portugiesen erstmals auf dem Weg nach vorne. Das ist Neto. Nimmt sich die Zeit. Dribbelt Van Hecke aus und findet André Almeida. 20. Minute, 1:0 für Portugal. Ein wichtiger Treffer. Der erste in diesem Turnier für die Portugiesen. Für den Vize-Europameister beim letzten Turnier. André Almeida von Valencia macht die Führung ein bisschen aus dem Nichts. Doch die Niederländer versuchten weiterhin offensiv dagegen zu halten. Immer wieder über die starke linke Seite. Das ist Summerville, aber der Abschluss etwas zu schwach. Portugal geht also mit einer 1:0-Führung in die Pause. Vor allen Dingen auch durch Bi mit einer starken Parade. Zweiter Durchgang und die Niederländer wütend. Haben auch gewechselt, unter anderem er hier, Wout Burger. Guter Schuss vom Linksfuß des FC Basel, noch leicht abgefälscht. Aber man merkte schon, dass die Niederländer wieder mehr machen wollen in einer Phase, in der das Spiel etwas verflachte. 73. schon. Super Ball auf Brian Brobbey von Ryan Gravenberg, der Mann vom FC Bayern. Aber auch hier ist der Keeper wieder da. 5 Minuten danach, Eckball Niederlande, Burger, Brobbey, Ausgleich. Dann also doch. In einer Partie mit wenig sehenswerten Strafraumszenen hilft dann auch mal eine Standardsituation, weil die Portugiesen alle Richtung Ball gehen. Tavares alleine gegen 2 und Brobbey braucht nur noch den Fuß hinhalten. Somit endet die Partie mit 1:1. Hilft keinem so richtig weiter. Es bleibt spannend in Gruppe A.